Na, ihr Rallies, willkommen zurück zu Machinarium. Ja, immer noch dabei, Scalileo Rallilei. Und wir sind irgendwie ein bisschen, ja, verwirrt. Wir wollen ja hier aus dem Knast. Wir sind ja eigentlich immer noch im Knast, beziehungsweise in der Röhre unterm Knast. Und haben ja schon diverses herausgefunden. Insbesondere haben wir hier auch so ein paar Kugeln gesammelt. Aber die Frage aller Fragen ist, was können wir damit? Wir können jetzt gleich erstmal den Kollegen hier umschubsen, wenn er wieder anfängt, mit dem Stuhl zu schaukeln. Und viel mehr wisse ich, weiß ich aber immer noch nicht. Also, dann rennt der weg. Halt, ich hätte ihm jetzt die Kugeln abnehmen müssen. Scheiße, das war zu früh. Ja, die letzte Aufnahme ist schon wieder 2 Tage her. Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt gönn dir. Zack. So. Kann ich jetzt irgendwas mit den Kugeln machen? Puh, nö. Was? Wieso machst du das? Ich hab da überhaupt nicht hingeklickt. Aber cool, dann sind da jetzt Kugeln. Und was haben wir jetzt davon? Jetzt schließ mal auf. Ja, von mir aus, egal welches wahrscheinlich, du musst eh beide aufschließen, nehme ich mal an. Nein! Jetzt rennt der wieder weg. Ja, jetzt haben wir da Kugeln verteilt. Was haben wir davon? Ich meine, wir hatten ja irgendwie die Idee, dass im letzten Part, stimmt, jetzt wo ich mich entsinne, wir hatten ja den Plan, den vielleicht auf den Kugeln auf die Fresse fliegen zu lassen. Das heißt, ich muss den jetzt nochmal hier rumrallen lassen. Und die anderen Leute vielleicht nochmal rausholen, genau. Jetzt, Schnauze, du sollst hier raus. Und jetzt schnell diese andere Sache halt aufschließen, die Leute da rumrallen zu lassen. Vielleicht haut er dann auf die Fresse und bricht sich das Genick. Oder den Penis. Nein, da, hier rein. Oh, verdammt nochmal. Das ist aber ganz schön schwer zu kontrollieren, welches Schlüsselloch der seinen Schlüssel stopft. So, jetzt schnell wieder weg. Und warten, dass. Ja. Okay, guck mal, erstaunt. Jetzt kommen die da raus. Okay, das hat so geklappt. Das war auf jeden Fall richtig. Aber was machen wir? Haben wir jetzt davon? Achso, der rennt jetzt oben raus. Und jetzt kann ich auch oben raus? Du solltest nicht auf die Fresse fliegen, Junge. Ich will da. Da können wir aber nicht raus. Dann gehen wir mal hier lang. Der ist auch ein Held, ne? Der legt selber noch die Kugeln hin, um den auf die Fresse fallen zu lassen und fällt selber auf die Fresse. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Haben wir davon noch irgendwas? Können wir nochmal mit irgendwas interagieren hier? Nö. Und wie kommen wir wieder raus? Kommen wir jetzt wieder nur raus, indem wir hier wieder in. Hä? Ich verstehe nicht ganz, wie dieses Gefängnis konzipiert ist, weil. Da muss ja irgendwie gerade ein Eingang gewesen sein. Oder ist das sowas, dass man da runterfällt und der Eingang hier oben sozusagen ist und dass man sich erstmal auf dem Arsch ein bisschen. Ja. Wehtut, weil man eben auf den Hintern fliegt. Das könnte sein, das könnte ich mir vorstellen. Also das Konzept des Gefängnisses ist mir nicht klar, aber egal. Ja, nö, guck, dieser offene Gully ist da direkt drin. Das ist nicht runter. Also eigentlich müsste man hier. Ach so, na, da ist ja auch ein Pfeil. Ja, moin. Okay, was ist jetzt hier? Hier kann man auch nochmal einen abdrücken. Und sich einen abfreuen. Okay. Können wir hier. Hier können wir wieder den Arm. Oh, guck mal da. Das ist aber furchteinflößend, dieses Robotervieh. Und dem können wir höchstens vielleicht einen Schlüssel in den Rachen stopfen. Hier, guck mal. Nee. Willst du nicht, ne? Willst du gar nicht. Findest du doof. Okay, dann lassen wir das halt. Ja, geh mal wieder weg hier. Und da? Sollen wir da nochmal durchpacken? Nö. Ach so, warte mal, da oben ist so ein Pümpel. Den gönnen wir uns. Sollen wir jetzt das Klo entpümpeln oder was? Nö. Okay. Können wir noch mit irgendwas interagieren, womit wir noch nicht. Ne, wir können nur wieder rausgehen. Okay. Sollen wir mal da rein? Vielleicht? Es scheint. Ah, hier. 5,12. 5,13. Was weiß denn ich? Tja, das weiß ich nicht, wie ich darauf kommen soll. Soll ich da jetzt alle Nummern durchprobieren oder? Steht hier, habe ich da noch irgendwas in dem Zimmer vergessen? Ich will ja wahrscheinlich da mal rein, irgendwann. Hä?
Können wir mal rauf. Da. Ach doch, da können wir rein. Okay, dann machen wir das halt doch. Ach, vielleicht brauchte ich aber noch den Pümpel. Das kann ich. Ach, jetzt sind wir hier. Da sind wir ja mal rausgefallen vor einer Weile. Und jetzt können wir quasi. Geil. Kann man das auch mit dem Pümpel machen? Nö. Und mit dem Schlüssel? Auch nicht. Okay, das war völliger. Ja, ist gut. Ich will nicht den Schlüssel benutzen. Hast du kapiert? Meine Güte. Das war also jetzt hier oben irgendwas? Nö. Die Musik ist ja schon ganz cool, aber ein bisschen laut. Und nö. Nehmen wir uns so eine Dose mit? Boah, das war voll der Trickshot. Das war cool. Die Lampe? Nö. Nein, das haben wir doch schon gerafft, dass da nichts mehr drin ist. Warum aber will er keine leere Dose? Ich meine, es ist ein Point-and-Click-Adventure, da will man immer alles. Wenn diese Uhr nicht so rennen würde, würde ich ja sagen, wir nehmen einfach da jetzt die aktuelle Uhrzeit und stellen die unten bei diesem Schloss ein, was da im Gefängnis war. Willst du nicht, ne? Hast keine Lust drauf, okay. Den Knopf drücken. Ach, jetzt sehen wir die richtige Uhrzeit. Nochmal bitte. Es ist 16.45 Uhr. Dann gehen wir jetzt schnell wieder runter. Kann das eigentlich beschleunigen? Kann der nicht schneller laufen? Wenn ich doppelklicke oder so? Ist er jetzt schneller? Keine Ahnung. Also 16.45 Uhr war es gerade. Das heißt, jetzt können wir da rein und die Uhr unten stellen und dann geht die Tür auf. Ich meine, wäre eine witzige Tür, wenn die Uhr richtig gestellt ist, dann geht die Tür auf, aber die wäre ein bisschen leicht zu knacken, weil normale Menschen und Roboter haben ja wahrscheinlich irgendwie eine Armbanduhr oder so. Mal ganz davon abgesehen, was will ich da drin eigentlich? Da ist doch nur diese eine Maschine, die ich mal angetouched habe und den Besen runtergeholt habe. Aber egal. 45. Ja. Dann geht's auf. Okay, das war richtig. Das habe ich richtig gelöst. War nicht so kompliziert. Und da ist jetzt diese Maschine. Okay. Okay, und da kann ich jetzt irgendwas mitmachen. Ach, die kann ich drehen. Ach, Ziel ist es, in der Mitte alle Grünen zu haben, ne? Das ist ja fast Kombinatorik. Naja, nicht ganz, aber da habe ich ja Lust drauf. Dann machen wir das mal so. Kann ich den... Ach so, ich kann ja auch in die Richtung drehen. Das wollte ich wissen, genau. Ach, der hier, der bleibt... Nee, der bleibt nicht immer im Mittelpunkt, genau. Das heißt, den können wir jetzt erstmal so drehen. Dann können wir den weiter drehen. Jetzt drehen wir den. Nochmal an dem hier. Gott, das ist ein Rätsel, du. Zack. Zack. Ja, wahrscheinlich müssen wir in jedem Jahr so ein paar Grüne drinnen haben. Deswegen ist das eigentlich Quatsch, wie ich das gerade mache. Machen wir mal so. Nein, 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 das war gut. Und jetzt so. Jetzt können wir den hier nämlich ein bisschen nach da drehen. Jetzt ist natürlich der hier wieder doof. Die Spitzen müssen wir eigentlich als erstmal freilassen, ne? Wie drehen wir den eigentlich in die andere Richtung? So. Dann versuchen wir mal, diese Spitze hier freizulassen erstmal. Und das Ding von innen heraus auszufüllen. Das heißt, erstmal brauchen wir jeweils einen, der im Mittelpunkt liegt. So. Jetzt können wir die so drehen. Nein, das war nicht gut. Nein, nee, andere Richtung. Zack. Das ist ein schönes Rätsel. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich bin darin gerade, habe ich den Eindruck, ziemlich schlecht. Zack. Hm.
Jetzt hat nicht viel gebracht, zuerst die Spitzen freizulassen. Jetzt mache ich nämlich wieder nur Chaos. Das so rum. Noch eins weiter, dann kann ich das hier nämlich so rumdrehen. Und jetzt kann ich aber das hier wieder nicht drehen. Das heißt, wir drehen das noch eins weiter, dann wird das noch eins weiter. Jetzt können wir das eins weiter drehen und haben gewonnen. Ja. Was habe ich jetzt gekriegt? Ein Föhn? Warte mal, geil. Jetzt habe ich mir eine Kanone gebaut. Ich habe einfach mal gedacht, vielleicht kann man das irgendwie miteinander kombinieren und kann man tatsächlich. Jetzt habe ich eine Kanone mit, eine Pümpelkanone. Scully der Rally hat eine Pümpelkanone. Der Wahnsinn. Ich bin ein geiler Typ. Oh ja, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ja, wenn man einmal so einen Scheiß hier wie das mit den Kugeln macht, wo man einfach irgendwo hinklicken muss, damit er die Kugeln wirft, was ist ja irgendwie unbedenklich, aber gut, dann kann man hier richtig rallen. Das ist richtig gut. Aber warum wollte ich jetzt eine Pümpelkanone? Ich hatte ja eigentlich hier noch gar nichts. Naja, eigentlich hatte ich jetzt nur, kann ja hier wahrscheinlich noch durch die Tür raus und vielleicht sogar durch dieses Teleskop gucken. Schauen wir mal. Da ist ja, das ist der Wahnsinn, da ist ein Turm, den ich auch in meinem Thumbnail benutze, deswegen, der hat mir gefallen, der Turm. Und was noch? Ich steuere das gerade nicht, ne? Aha! Das ist der Typ mit der Bombe! Der klettert auf den Zaun, auf den Turm, der will den bestimmt zum Einsturz bringen, der Bastard. Ich seh dich. Ja, das ist furchtbar, du hast recht. Da müssen wir da mal ganz schnell hin. Wir haben ja jetzt eine Pümpelkanone. Und jetzt sind wir also wirklich in der Stadt selber drin. Sieht das geil oder geil aus? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Warte mal. Du sollst es nach links ziehen, dann könnte ich da theoretisch raufklettern, aber das ist mir erstmal egal. Ach, guck mal, wie hübsch. Da ist eine Dame. Eine kleine Roboterdame. Und hier können wir... Hä? Was soll das denn jetzt? Hä? Habe ich jetzt gerade noch nicht kapiert. Hi! Ein Regenschirm! Ich will den. Und mein Hund? Aha, also Regenschirm tauscht die gegen Hund. Ja, okay. Da lang willst du nicht. Okay, okay. Also der Fifi ist weg. Okay, die pfeift ja auch ein bisschen nach dem mit ihrer Hundepfeife. Solange der mir nicht in den Vorgarten kackt, ist alles normal. Aber ich fürchte fast, dass er das tun wird. Ach, guck mal, da drüben ist er doch. Oder ist das nur eine Ratte? Aha. Den willst du mit dem Pümpel abknallen. Okay, machen wir. Ja, los. Nein, nicht das Fass. Bist du zu schlecht zum Treffen oder ist das jetzt tatsächlich so, dass man das Fass erstmal loswerden muss? Nee, okay, der muss da erstmal sich ein bisschen... Okay, gut. Ach, jetzt können wir da rauf? Nee, da aber nicht rauf. Hä? Hä? Okay, diese Dinger wollen wir ja langfristig wahrscheinlich auseinanderschieben. Oder machen wir nochmal diese komische Schaltanlage, die wir hier gerade hatten. Da sind irgendwelche Symbole links. Warte mal, rauf, 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 runter, runter, runter. Rauf überspringt runter oder geht direkt einen rauf. Runter, 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 rauf, rauf, rauf. Was will ich denn? Will ich... Ja, ich weiß schon, was ich ungefähr will, aber... Warte mal, kann man das nochmal resetten? Ich will wahrscheinlich die nach oben ganz oben haben und die nach unten ganz unten, ne? Das nehme ich mal an. Das war jetzt schon falsch, ne? Okay, resette das nochmal. Ne, ich darf die nicht so. So darf ich nicht. Ich fange mal so an. So. Genau, so, jetzt kann der den überspringen. Jetzt kann der den überspringen. Jetzt habe ich es doch wieder falsch gemacht. Ah. Zack, jetzt kann der den überspringen.
Jetzt kann der den überspringen. Nein, ich darf nicht zwei gleiche in einer Reihe haben. Das ist das Ziel im Prinzip. Mache ich, aber es ist ja relativ schwierig, nicht zwei gleiche in einer Reihe zu haben. Und wenn wir direkt zwei gleiche in einer Reihe haben, haben wir sowieso verloren. Das heißt, wir müssen schon so anfangen. Aha, jetzt. Und ja, genau, jetzt schmeißen wir den hier runter. Nein, das war schon wieder falsch. Aber der Ansatz war richtig. So, schmeißen wir jetzt einen rauf. Ich glaube, den rauf. Dann kann der runter, der kann drüber. Nein. Ah, ich hab doch den Ansatz im Prinzip schon. Das war jetzt wieder Bullshit. Ja, und jetzt haben wir wieder versagt, oder was? Ja. Es müsste meiner Ansicht nach egal sein, ob ich mit dem von oben oder von unten anfange, ne? Ach so, warte mal. Jetzt habe ich's, glaube ich. Zack. Nein, 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 nein. Ah! Ich dachte, jetzt hätte ich's. Zack. Ja, jetzt. Klar, war eigentlich gar nicht so kompliziert. Jetzt. Das stimmt doch jetzt, oder bin ich besoffen? Und wieso... Wieso ändert das jetzt nichts? Achso, ich muss einfach links am Hebel ziehen. Und das bringt... Bringt das irgendwas? Kann ich jetzt mich da ranpümpeln oder so? Oder mir da die Haare schön machen? Nö. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal weiter und gucken dann, was wir noch in Machinarium erleben können. Wenn euch das Video gefallen hat, seid so gut und lasst mir noch einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und schaltet am besten beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin. Schauen wir uns noch diese Sequenz an. Euer Scully, der Rally. Och, was lieblich. Tja, also bis zum nächsten Mal, euer Scully.